Zwei Themen beschäftigen die Männerwelt gerade ganz besonders. Zum einen, der Bernecker Stammtisch startet ins neue Jahr. Und die andere Tatsache ist, Pep Guardiola wechselt zum FC Bayern München. Also das, die weltbewegenden Themen an den Stammtischen. Und ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Ausgabe begrüßen. Bei mir Walter Thyssen vom Frankfurter Börsenbrief, Volker Schulz von der Aktionärsbrief und Stefan Schmidbauer vom Frankfurter Tagesdienst. Das unsere erste Runde im neuen Jahr und es gibt einiges zu besprechen, denn es sieht so aus, als ob dem DAX jetzt ein bisschen nach diesem furiosen Jahresstart die Luft ausgeht. Was ist da dran? Ja, ist eine kleine Pause, das sollte man nicht zu hoch hängen. Der DAX liegt jetzt ungefähr da, wo er Mitte letzten Monat auch schon mal war. Vorher war er sehr steil gelaufen, das heißt, er baut überkaufte Marktlage ab. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Im Moment schaut der Markt offensichtlich eher auf andere Teilmärkte, beispielsweise Europa. Es gibt einige Märkte, die sehr, sehr gut gelaufen sind in diesem Jahr. Gerade die Problemmärkte, Spanien ist gut gelaufen, Portugal ist sehr gut gelaufen, Italien ist gut gelaufen. Und selbst wenn man es innerhalb von Deutschland sieht, dann gibt der DAX auch nicht so richtig das Bild wieder, denn wir haben eine bessere Performance im MDAX, der TecDAX ist nicht so schlecht gelaufen, im SDAX spielt im Moment viel Musik, also der deutsche Aktienmarkt ist im Moment stärker, als der DAX das vermuten lässt mit seiner Performance von ungefähr 0,88% seit dem Jahreswechsel. Ja, aber wir sind natürlich vom letzten Jahr auch ziemlich verwöhnt, da war der Januar ein ziemlicher Kracher, da hat man gesagt, so wie es im Januar losgeht, so wird es sich auch ein bisschen übers Jahr fortsetzen. Jetzt haben wir nur 0,8, wie der Walter gerade gesagt hat, sehen wir dann trotzdem jetzt eher ein maues Jahr, weil viele sagen ja immer, all-time high, all-time high, all-time high. Nein, wie der Walter eben schon sagte, der DAX hat ja letztes Jahr fast 30% gemacht, die anderen europäischen Indizes sind alle deutlich hinterhergehinkt und deshalb gibt es im Moment einfach eine technische Pause im DAX, das ist alles. Die Schlagwörter in den USA wie The Great Rotation, das heißt der Wechsel vom Anleihen in den Aktienmarkt, der ist in vollem Gange. Wir hatten in der ersten Januarwoche sehr massive Nettozuflüsse in Aktienfonds weltweit und natürlich wird auch irgendwann der DAX da wieder von profitieren, aber im Moment baut er halt eine überkaufte Markttechnik ab, das ist alles. Ich denke, dass der DAX dieses Jahr ein sehr gutes Jahr vor sich haben wird. Aber ist das jetzt schon die Korrektur oder ist das nur so ein bisschen Seitwärts-Tendenz auf hohem Niveau? Kommt da nochmal ein Abwärtsschub? Ja, bislang ist nicht besonders viel passiert. Wir haben ja gerade mal 150, 200 Punkte jetzt nach unten gemacht. Das ist alles noch sehr entspannt. Es gibt aber auch keine negativen Impulse, die jetzt einen größeren Rutsch nach unten erwarten lassen würden. Insofern muss man jetzt einfach mal abwarten, was die nächsten Wochen auch auf der politischen Seite passiert. Denn gerade in den letzten Monaten haben wir doch eine recht politisch dominierte Börse gehabt. Insofern würde ich sagen, warten wir es jetzt einfach mal ab. Momentan klassisches Unentschieden. Es gibt auch nach oben hin jetzt keine großen Gründe, warum der DAX explodieren sollte. Ich denke, es wird erstmal noch eine Weile seitwärts gehen. Klassisches Unentschieden, da kommt wieder Pep Guardiola ins Spiel, der kann dann das Quäntchen ausmachen, aber du hast schon gesagt, die anderen Märkte sind ganz gut gelaufen, muss man jetzt umschichten, sollte man sich wirklich erstmal außerhalb von Deutschland positionieren? Nein, also man sollte grundsätzlich seine Depotstrategie weitgehend fixiert haben, sollte sich auch nicht aus der Bahn werfen lassen, wenn der Markt mal ein bisschen pausiert, das ist eine ganz normale Entwicklung in den Märkten, man läuft ein bisschen vor, man stoppt ein bisschen, man geht vielleicht auch mal ein bisschen zurück. Wobei das Rückschlagpotenzial für den DAX auch nicht sehr groß ist. Also wer jetzt in so einem Markt mit so einem so starken Trend so hektisch agiert, da läuft Gefahr, dass er wirklich für ein paar hundert Punkte in einem Index den großen Trend verpasst. Denn wenn sich der DAX ganz schnell wieder erholt, meinetwegen er würde abfallen auf ungefähr 7.500 Punkten, da liegt so das nächste Fibonacci Retracement Level, so bei knapp 7.500 Punkten, dann aber nach kurzer Zeit wieder bei 7,7 sein, das wäre von der Spanne her zu wenig und von der Zeit wahrscheinlich auch einfach zu kurz, um hier große Depotstrategien zu fahren. Also man sollte investiert sein, man sollte es bleiben, man kann im DAX investiert sein, man kann in Nebenwerten investiert sein und ergänzend dazu kann man natürlich auch je nach Mentalität und Anlagegeschmack dann im internationalen Markt auch arrondieren und dazu kaufen. Denn gerade auch in Europa gibt es sicherlich eine Menge Potenzial, wo einzelne Aktien und Märkte sich wirklich annähern können oder zumindest nachlaufen können an die Tendenz, die der DAX im letzten Jahr schon vorgelegt hat. Also wir sind der D-Zug in Europa und ziehen die anderen mit. Amerika hat schon so die Quartalsberichtssaison jetzt so langsam Fahrt aufgenommen. Die Banken haben schon so mal ihre Bücher geöffnet. Überraschung, dass die wieder so gut funktionieren? Nein, also ich habe schon mit relativ guten Zahlen in Amerika gerechnet, wobei man kann jetzt noch letztlich keinen endgültigen Schlussstrich darunter setzen. Wir haben jetzt gerade mal die Alcoa-Zahlen gesehen, wir haben Goldman Sachs gesehen, wir haben JP Morgan gesehen, die Erwartungen deutlich geschlagen haben. Ich denke, dass die nachfolgenden Ergebnisse jetzt in den nächsten Wochen auch sehr positiv
ausfallen werden. Das liegt allein daran, weil eigentlich die Grundhaltung relativ vorsichtig war, was wir im dritten Quartal bei den Ausblicken gesehen haben. Auch die Analysten sind in den letzten 6 Monaten deutlich zurückgerudert. Da hat man die Gewinnschätzung in Amerika um 6% zurückgenommen, in Europa ist man sogar 9% runtergegangen. Deshalb denke ich, ist das Überraschungspotenzial nach oben ganz gut. Und was die Banken selber angeht, nein, es ist nicht überraschend. Die Situation der Banken hat sich ja nun in den letzten Monaten deutlich entspannt. Die Spreads sind alle deutlich zurückgekommen, gerade auch im Verhältnis zu guten Unternehmensanleihen. Die Refinanzierung, die funktioniert wieder. Und wir haben natürlich auch sehr freundliche Börsen gehabt und das kommt den Banken halt zugute. Gehören die Banken damit ins Depot? Ja, die Banken haben sehr gutes Momentum im Augenblick und ich denke schon, dass man gerade die Qualitätswerte wie eben Goldman Sachs oder auch JP Morgan durchaus mal ins Depot kaufen kann. Grundsätzlich bin ich bislang recht zufrieden mit der Berichtssaison, das lässt sich ganz gut an, aber wie der Volker schon sagte, wir stehen erst am Anfang, jetzt kommen die Tech-Werte, die Technologieaktien und hier wird es richtig spannend. Apple, da werden wir nachher nochmal drüber sprechen, wird am kommenden Mittwoch die Quartalsbilanz vorlegen und das wird dann sicher ein Gradmesser sein, wohin es dann in den nächsten Tagen auch geht. Ja, besonders für mich, aber da kommen wir später zu. Der Europäische Verband der Automobilhersteller hat die ganzen Absatzzahlen für 2012 veröffentlicht. Was mir dabei aufgefallen ist, bei den Erstzulassungen VW -16% im Dezember. Ist das jetzt was, wo man aufhorchen muss und sagen muss, okay, jetzt könnte bei VW doch was kommen? Nein, ich glaube nicht. Also VW ist grundsätzlich sehr gut aufgestellt, strategisch sehr breit, die Markenpalette ist gut. Das Management macht exzellente Arbeit. Insofern würde ich aus diesem Monatswert jetzt nicht viel ableiten wollen. Generell eigentlich stehen die deutschen Automobilbauer gut da. Die Zahlen jetzt von ACEA beziehen sich auf den europäischen Markt, der aber natürlich nicht der Weltmarkt ist. Und die deutschen Automobilhersteller spielen auf der Welt, auf dem Weltspielfeld, wenn man das so sagen möchte. In diesem Jahr wird der Markt wachsen. Die Fahrzeugzahl wird wahrscheinlich von 80 auf ungefähr 82 Millionen vorankommen weltweit, also ein Anstieg von ungefähr 2,5%. Die deutschen Hersteller arbeiten eher im Premium-Segment und wie gesagt haben eine gute internationale Aufstellung, sodass man also aus diesem Monatswert hier tatsächlich keine großen Ableitungen machen sollte. Auch nicht nervös sein sollte, VW ist immer noch gut und günstig bewertet, die Aktien noch lange nicht ausgereizt, also hier einfach ganz cool dabei bleiben. Immobilienwerte stehen auch so ein bisschen jetzt wieder im Fokus, weil so ein bisschen die Zeitungen sagen, es könnte eine Immobilienblase in Deutschland geben, weil die Preise in den Großstädten besonders für die Häuser und so explodieren. 12% alleine ist jetzt in diesem Jahr der Preis angestiegen. Muss man da ein bisschen vorsichtiger werden? Nein, ich denke nicht. Man sieht sicherlich in einzelnen Lagen, mag man sicherlich Übertreibungen sehen, aber plus 12% in einem Jahr ist nicht sonderlich viel, wenn man einfach bedenkt, dass in den letzten 12 Jahren der deutsche Immobilienmarkt mehr oder weniger stagniert hat. Ja, gemessen an anderen Ländern wie Spanien, USA, da hat es ja deutliche Immobilienpreissteigerungen gegeben von 100 bis 200% innerhalb der letzten 12 Jahre. Die Schere schließt sich jetzt ein bisschen, aber meiner Meinung nach stehen wir da erst am Anfang, dass gerade das ausländische institutionelle Interesse an deutschen Immobilien hat in den letzten Monaten doch deutlich zugenommen. Im vierten Quartal haben hier Ausländer über 22 Milliarden Euro in Deutschland investiert und man geht davon aus, dass sich dieser Trend sogar noch beschleunigen wird. Von daher würde ich sagen, das ist noch keine Immobilienblase. Aber kommt das jetzt dann extrem auf diesen börsennotierten Immobilienwerten zugute? Deutsche Wohnen, TAG, Tegernsee und so? Ja, natürlich. Man sieht es ja auch an den Kursen. Die Immobilienwerte, die laufen alle sehr, sehr gut. Man muss sicherlich nicht jetzt jedem Immobilienwert hinterherlaufen. Ich würde gerade solche Immobilienwerte kaufen, wo wir immer noch deutliche Differenzen haben zwischen dem aktuellen Börsenwert und dem Net Asset Value, dem inneren Wert. Eine GAGBA zum Beispiel, die notiert noch rund 40% unter ihrem Net Asset Value. Eine VIB-Vermögen ist da auch noch zu nennen. Gar kein kleines Unternehmen mit 220 Millionen Börsenwert, aber auch 30-40% unter Net Asset Value. Wir sahen zuletzt eine Übernahme der österreichischen Convert von der in Deutschland notierten KWG Immobilien. 60% haben die hier übernommen. Also hier ist einiges los. Es wird sicherlich auch einige Übernahmen geben. Aber wie gesagt, Unternehmen dann kaufen, die wirklich deutlich unter Net Asset Value notieren. Das ist also der Tipp. Im neuen Jahr ist man ja immer mal in der Suche nach den Trends, die dann gespielt werden 2013. Hat sich da schon was getan? Hast du schon was rausgefunden?
Der Luftfahrtsektor springt mir da direkt ins Auge, wenn man sich mal anschaut, was da passiert ist in den letzten Wochen und Monaten bei den Airlines. Muss man auch sagen, dass da große Fortschritte erzielt worden sind im operativen Bereich. Lufthansa ist ein sehr gutes Beispiel. In Amerika haben wir die Delta Airlines, die wirklich eine sehr gute, sehr ansehnliche Entwicklung hingelegt hat. Ich glaube, das wird der Sektor sein, der 2013 auf jeden Fall zu den großen Profiteuren gehören wird. Ex-Air Berlin? Air Berlin ist eine Spezialgeschichte, ganz einfach deshalb, weil man hier mit immensen Schulden kämpft und das Unternehmen einfach keine Traktion gewinnt. Jetzt hat man den Vorstandsvorsitzenden ausgewechselt. Die Frage ist, ob das groß was helfen wird. Man hat natürlich einen starken, finanzkräftigen Partner mit Etihad inzwischen im Hintergrund stehen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, auf Sicht von 6 bis 12 Monaten ist die Air Berlin eine Aktie, die eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich laufen wird. Gut, die fassen wir nicht an. Hast du schon einen Trend entdeckt? Ich würde es nicht groß am Trend festmachen. Man könnte, oder grundsätzlich, die Finanzwerte sind interessant. Ich glaube, hier bieten sich gute Better Plays an. Also wenn der Markt grundsätzlich steigt, die Risikofreude im Markt zunimmt, das ist ja im Moment so, das aktuelle Momentum auch, dann haben Aktien mit einem höheren Beta, also mit einer höheren relativen Performance zu dem Benchmark, sagen wir mal, dem DAX oder S&P 500, natürlich einen besonderen Reiz. Hier bietet sich vielfach auch bewertungsmäßig sehr viel Luft nach oben, wo die Börsenwerte deutlich unter dem bilanziellen Eigenkapital beispielsweise liegen. Also Finanzwerte sind sicherlich eine interessante Geschichte. Was man grundsätzlich auch auf der Watchlist haben kann, sind Industriewerte. Gerade auch in den USA beispielsweise, wo wir das Thema Reindustrialisierung haben. Die Lohnkosten in China sind in den letzten Jahren massiv nach oben gelaufen. Wir haben die Situation, dass in den USA sehr günstig die Unternehmen oder verhältnismäßig günstig mit Energie versorgen können. Das heißt, es macht zunehmend eigentlich Sinn, Produktion aus dem Ausland wieder nach Amerika zurückzuholen. Man spart damit die Transportwege, man spart sich politische Risiken und man hat kostenmäßig möglicherweise sogar einen Vorteil wegen den niedrigen Energiekosten. Also hier dürfte tatsächlich einiges an Industrie und Industriekapazität dann noch wieder aufgebaut werden. Übrigens auch Arbeitsplätze natürlich aufgebaut werden. Man sieht das auch recht schön schon, die Stahlindustrie geht nach Amerika, die Automobilindustrie, fast alle deutschen Hersteller investieren massiv in Amerika. Es gibt wirklich so einen Trend, den man so unter dem Begriff Made in America zusammenfassen könnte. Auch Apple hat gesagt, wir holen einen Teil der Produktion wieder nach Hause. Ist ein sehr spannender Dreh, den wir hier momentan sehen und ich glaube auch, dass die Auswirkungen gerade auf den Arbeitsmarkt und insgesamt auch auf die wirtschaftliche Entwicklung in den USA nicht zu unterschätzen sein werden. Ja, dann geht es dem wenigstens gut. Wo habt ihr eure Schäfchen untergestellt? Exakt müsste ich jetzt beide wiederholen. Also ich sehe genau die gleichen Trends. Ich denke, dass gerade in den USA die Chemieindustrie auch sehr interessant ist. Dort ist es so, dass von den Fertigungskosten fast 60% auf den Energiebereich entfallen. Und wenn es hier natürlich deutliche Entlastungen gibt, gerade durch den Verfall der Erdgaspreise, was sich jetzt erst richtig auf die Industrie auswirkt, dann denke ich, werden wir hier die ein oder andere positive Gewinnüberraschung sehen. Gut. So, Apple, der Name ist schon häufiger jetzt hier in der Runde gefallen und Apple wird in dieser Runde heute auch noch häufiger fallen, der Name, denn wir kommen zum Stresstest und, ja, richtig, es geht um Apple. Come with me. Bevor wir uns dem Stresstest widmen, habe ich nämlich was vergessen. Ich muss noch sagen, wer die Runde zahlt, wer die letzte Runde verloren hat, die liegt schon ein bisschen zurück. Die war schon am 27.12. beendet und ich sag's ja auch nicht gerne. Ja, okay, aber jetzt muss ich es ja sagen, verloren habe ich. Der Wavecall von ProSieben hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Gewonnen hat der Herr Suris mit seinen Kaffeeröstern aus den USA. 3,3% im Plus. Der Rest tummelt sich ein bisschen im Minus, aber ja, es gibt auch gute Nachrichten. Der Wavecall ist zumindest heutiger Stand schon wieder auf Plus minus Null. Also wenn sie dem gefolgt wären, hätten sie zumindest vielleicht bis gestern geflucht. Aber heute ist die Sache dann auch wieder vorbei. Aber wir kommen zu Apple. Herr Thyssen, die hat es ganz schön gebeutelt, ne? Obwohl man dachte, der Highflyer, der kennt keine Grenzen und der wird immer so weitermachen. Wenn man jetzt auf den Chart guckt, fragt man sich, ist das wirklich der Apple-Chart? Da ging es ganz schön bergab. Ja, das stimmt. Da dürften sich auch eine ganze Reihe von Adressen blutige Nasen geholt haben, denn mit dem Abschlag, die Aktie ist ja von oben ungefähr 30% gefallen, ist natürlich auch immens viel Börsenwert vernichtet worden. Apple ist im Moment in einer ganz spannenden Situation. Jetzt eigentlich fängt erst die Post-Steve Jobs-Ära für das Unternehmen an, also wo die alten Produkte ausgelaufen sind, wo Steve Jobs noch mitgedacht hat.
Jetzt wird es darauf ankommen, dass man neue Produkte generiert, Killerprodukte, die dann eben auch neue Story, neues Wachstum generieren können. Denn mit den bisherigen Produkten liegt man ganz gut im Markt, aber wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr an die bisherigen Wachstumsraten groß anschließen können. Das heißt, jetzt ist wirklich Managementleistung gefragt. Das gilt übrigens auch für die Cash-Position. Apple ist ja hat ja einen Cash Mount Everest in der Bilanz. Per Ende September letzten Jahres waren es über 120 Milliarden Dollar. Hört sich erstmal sehr positiv an, aber es bedeutet natürlich auch die Frage, was man mit diesem Cash-Berg macht. Ein Unternehmen, was so ein bisschen an die Wachstumsgrenzen stößt, läuft Gefahr, mit diesem Cash nicht immer sehr intelligent umzugehen. Das will ich Apple nicht unterstellen, aber die Gefahr besteht und es wird jetzt darauf ankommen, dass das Management eine neue Story generiert, neue Produkte generiert und damit dann eben vorankommt. Der Kursabschlag der Aktie ist sicherlich schon sehr stark, auch im Vergleich der letzten Jahre ist dieser Rückgang schon sehr stark. Die Bewertung ist kein Problem, zumindest wenn man das in der Gewinnbewertung misst. Die liegt im einstelligen Bereich. Wenn man es im Umsatz misst, dann ist es schon etwas höher. Ungefähr die dreifache Umsatzbewertung hat das Unternehmen. Aber jetzt wird es eben wirklich darauf ankommen, Managementleistung zu bringen. Diese Frage ist für mich noch nicht ganz beantwortet. Charttechnisch sieht die Aktie für mich auch etwas angeschlagen aus. Ich glaube, dass sie das kurzfristige Tief noch nicht gesehen hat. Das höre ich ja besonders gerne. Volker, Running Gag in unserer Redaktion ist, das Top-Gerücht ist, es kommt der Apple-Fernseher, ne? Das bringst du ja immer ganz gerne. Der Olli. Der Olli? Ja, das okay. Ist der Olli. Der Olli ist der Olli. Aber was würdest du mit der Aktie von Apple machen? Ich würde sie auf dem aktuellen Niveau auf keinen Fall mehr verkaufen. Rein markttechnisch gesehen sind wir jetzt genau auf dem langfristigen Aufwärtstrend aufgeschlagen, den wir hier seit 2006, 2007 gesehen haben. Es ist so, dass Apple in den letzten Wochen fast 190 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren hat. Das ist so viel Marktkapitalisierung wie VW und Siemens zusammen hat. Ich denke, in der Aktie ist sehr, sehr viel Negatives inzwischen eingepreist. Wir haben ein cash-bereinigtes KGV von 7. Selbst wenn sich die Gewinne von Apple halbieren sollten, wovon ich in keinem Fall innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre ausgehe, selbst dann wäre die Aktie auf dem aktuellen Niveau nicht teuer. Deshalb gehe ich davon, dass wir den größten Abschlag in der Apple-Aktie schon gesehen haben und dass sie sich auf jeden Fall wieder fangen wird. Wir werden zum Ende des laufenden Geschäftsjahres werden wir etwa 140 Milliarden Netto-Cash in der Kasse haben. Die Aktie ist extrem billig und sicher, der eine mag anzweifeln, es gibt keinen zweiten Steve Jobs, aber ich denke, man muss Apple da einfach auch eine Chance geben und einfach Apple auch beweisen lassen, dass es eben auch ohne Steve Jobs geht. Einfach zu unterstellen, ohne Steve Jobs geht nichts, ist eigentlich Quatsch. Okay. Also, die müssen sich erst noch beweisen. Ist die Konkurrenz für Apple jetzt zu stark geworden? Ich meine, Samsung hat gute Konkurrenzprodukte auf den Markt gebracht und es wird auch viel darüber spekuliert, ob das iPhone 5 jetzt überhaupt der Verkaufsschlager war, wie man überhaupt angenommen hat. Das sind auch alles so Sachen, die Aktie belasten. Ja, das ist auch der zentrale Punkt in meiner Argumentation. Man muss sich mal anschauen, was passiert ist mit Apple. Apple war über die ganzen vergangenen Jahre immer meilenweit voraus, was die Konkurrenzsituation angeht, den technischen Vorsprung. Inzwischen ist es so, dass die Konkurrenz aufgeholt hat. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass Apple vorne dran läuft und die anderen hecheln hinterher, sondern zumindest Samsung läuft inzwischen neben Apple und zwar auf Augenhöhe. Und das ist eine Situation, die das Management von Apple überhaupt nicht kennt und damit muss man erstmal lernen, umzugehen. Man merkt auch, der Druck ist da, es passieren Fehler, Stichwort Apple Maps, es werden Produkte zu früh rausgegeben, der Produktzyklus wird überhastet, verändert. All solche Geschichten gab es in den vergangenen Jahren nicht, ganz einfach, weil Apple den Druck nicht hatte. Und ich glaube schon, dass wir hier, und Walter hat es eben angesprochen, dass der Steve Jobs Faktor jetzt hier ganz massiv eine Rolle spielt. Der war ein Antreiber, der war ein Perfektionist, der hat immer geguckt, ein Produkt musste absolut 100% perfekt sein, vorher ging es nicht an den Markt. Und inzwischen ist es so, dass sich da einfach der ein oder andere Lapsus einschleicht und ich glaube, dass bei dem Premium, und Apple verlangt sehr hohe Preise, dass die Kundschaft nicht bereit ist, Produkte, die nicht 100% perfekt sind, zu akzeptieren und darauf muss man aufpassen.
Was bedeutet das für die Aktie? Du bist gleich dran. Es bedeutet für die Aktie ganz einfach, dass ich hier zumindest für die kommenden Monate hier noch deutliches Abwärtspotenzial sehe. Ich glaube, dass wir, wie der Walter schon sagte, den Tiefpunkt längst nicht gesehen haben, weil das Momentum auch gedreht hat. Apple ist abgefeiert worden, jahrelang. Man hat immer nur gedacht, neues Rekordhoch. Und jetzt ist die Berichterstattung wirklich negativ. Man liest inzwischen nur noch, Probleme bei Apple, hier wieder was schiefgelaufen, dort wieder was schiefgelaufen. Das ist ein Problem, wenn die Stimmung dreht, dann lastet es auch auf der Aktie. Insofern denke ich, dass hier die Chance geringer ist als das Risiko. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu dem Aspekt Management. Wenn es tatsächlich sich konkretisieren sollte, dass Apple die Produktpalette nach unten hin erweitert, also in ein Billigsegment vorstößt, dann würde sich damit auch die Gefahr ergeben, dass man die eigene Marke verwässert. Das ist nochmal so ein Faktor, den man so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Also so eine Billigversion von einem iPhone könnte bedeuten, dass Apple als Marke an Glanz verliert. Und entsprechend auch die Preismacht für künftige Produkte kleiner wird. Ja, Nokia. Deshalb hat ja Apple auch schon 200 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren, muss man ja auch sagen. Das ist der Grund. Ja. Genau, und die Frage ist halt, ist es eingepreist oder ist es nicht eingepreist? Also für mich sieht die Charttechnik so aus, dass es noch nicht voll eingepreist ist. Oder zumindest, dass da nach unten hin noch Raum besteht. Für mich ist auch auf den intakten Aufwärtstrend, das stimmt, der Trend ist intakt, die Aktie war auch nah dran. Meines Erachtens hat sie noch nicht ganz drauf angesetzt. Das Risiko mag nach unten vielleicht nicht sehr groß sein. Ich würde die Bewertung vielleicht auch nicht nur messen am KGV. Wenn man es am Umsatz misst beispielsweise, dreifache Umsatzbewertung, ist das jetzt keine sensationell niedrige Bewertung. Klar, der große Cashbestand steht im Raum. Wobei man sich da auch die Frage stellen kann, oder beziehungsweise den Aspekt vor Augen halten kann, dass Cash in diesem Umfeld und in dieser Höhe eigentlich eine Kapitalvernichtung darstellt. Und bei dem Volumen, wie Apple das im Moment fährt, ist das eine nennenswerte Größe. Ne? Denn ich sagte eben schon, die Zahl per Ende September lag der Cashbestand bei ungefähr 120 Milliarden Dollar. Darauf hat man Zinsen und Dividenden verdient von etwas über 1 Milliarde Dollar. Das heißt eine ganz lächerlich niedrige Verzinsung von etwas über 1%. Nach Inflation ist das natürlich eine Kapitalvernichtung und das macht natürlich nicht Sinn in dieser Höhe. Also das Unternehmen ist überkapitalisiert unterwegs und irgendwann wird man eine Lösung dafür finden müssen. Entweder durch eine Cash-Ausschüttung, was eine interessante Möglichkeit wäre, oder eben neue Produkte. Nur so viel Kapital unterzubringen in neue Produkte ist auch nicht so einfach. Oder man avanciert zum Dividendenwert und schüttet jedes Jahr 3-4% Dividendenrendite aus. Das stimmt, das könnte sein, das wäre auch durchaus eine gute Entwicklung. Nur dann, glaube ich, setzt eine Entwicklung ein, wo man, oder die läuft eigentlich auch jetzt wahrscheinlich schon, wo sich die typische Aktionärsgruppe verändert. Die Leute, die vorher auf Wachstum gesetzt haben und denen Dividende egal ist, die verlassen das Unternehmen und die neuen Anleger müssen erst gewonnen werden. Also in diesem Transformationsprozess sind auch schwache Kurse temporär möglich, die vielleicht etwas schwächer sind, als man sie eigentlich für sinnvoll hält. Ich glaube auch, dass der Anleger bei der Apple-Aktie nicht auf der Suche nach einer Dividende ist, sondern man sucht Fantasie. Und die Fantasie kommt aus den Produkten. Und da muss Apple jetzt einfach wieder einen Punch nachlegen. Da hat sich jetzt in den letzten Monaten einfach nichts mehr getan. Und wenn es gelingt, da wieder so eine richtige Bombe auf den Markt zu bringen, dann sieht die Welt natürlich auch wieder anders aus. Olli sagt Apple TV. Apple TV, der wird dieses Jahr kommen. Ja, ja, Apple TV. Im September. Also Sie sehen, an Apple scheiden sich die Geister, aber vielleicht so eine kurzfristige Erholung bis 5. Ist jederzeit möglich, klar. Ja, gut, finde ich auch super. Also mal sehen. Kurzfristig ist ja auch vielleicht eine kleine Erholung möglich. Wäre auch ganz günstig, ne? Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht. Warum, sage ich Ihnen jetzt. Apple also bleibt weiter ein Thema, auch wenn wir jetzt beim Aktienspiel sind. Zum einen, weil ich nochmal auf Apple verweisen muss, weil ich da vergessen habe, Ihnen zu sagen, dass Sie natürlich uns Vorschläge für den Stresstest schicken können. E-Mail-Adresse haben Sie gerade gesehen, redaktion@bernecker.tv. Da können Sie bitte Ihre Vorschläge hinschicken zu Aktien, die hier bei uns im Stresstest vorkommen sollen. Und weil ich heute ein bisschen redefaul bin, habe ich es mir beim Aktienspiel auch ganz einfach gemacht. Ich habe nämlich Apple genommen. Das Ergebnis war natürlich jetzt nicht ganz so zufriedenstellend für mich, aber gut. 2-2 eigentlich. Ja. 2-2, ne? Ich setze auf eine kurzfristige Gegenreaktion. Die Aktie hat ja von Mittwoch auf Donnerstag schon gut geschlossen mit 4%. Mal gucken, wie es weitergeht. Deswegen habe ich gedacht, bringe ich noch ein bisschen Pfeffer da rein, weil bei ProSieben hat das so gut geklappt. Deswegen mache ich es nochmal und habe einen Apple Wavecoil genommen, diesmal mit einem kleineren Hebel von 4, und deswegen, also brauche ich gar nicht viel sagen heute. Apple ist die Aktie, die ich ins Rennen schicke.
gespickt mit dem XXL Wave Call. Und jetzt kommen wir nicht zu dir. Du das liegt aber nicht daran, dass du jetzt ein neues iPad hast, oder? Dass du jetzt auch die Apple-Aktie deshalb kaufst. Oder hast du da so einen hohen Rabatt gekriegt oder so, dass du jetzt die Apple-Aktie... Nee, ich habe keinen hohen Rabatt gekriegt. Ganz im Gegenteil. Ich bin beim Mediamarkt echt nicht toll behandelt worden, nur weil ich gesagt habe, ich möchte dieses Angebot wahrnehmen, was sie gerade in der Werbung haben, dass sie den billigsten Preis bekommen. Antwort darauf war, echt? So, Entschuldigung, das ist Ihre Werbung, ich würde es gerne wahrnehmen. Ja, aber wir sind schon billig. Ich so, ja, okay. Gut, so das. Also wenn ich danach gehe, hätte ich lieber Samsung heute nehmen sollen. Schön ist aber, dass du es trotzdem gekauft hast, Markus. Ja, ich wollte es haben, ja. Ich wollte es haben. So, Walter, du wolltest auch was haben, und zwar die Arealbank. Oder Arealbank, spricht man das zweite A mit aus? Tja. Arealbank. Ja. Okay, ne? Man weiß es nicht, ne? Mal anrufen, wie die sich melden. Mein Sohn, der wird das so vorlesen. Ja, okay. Ja, jedenfalls, Finanzwerte sind ja immer noch im Blickpunkt, und dann kommen wir zum Immobilienfinanzierer Arealbank. Ja, das ist eigentlich eine Kombi-Story bei der Arealbank. Zum einen das Umfeld für Finanzwerte grundsätzlich positiv, die Stimmung ist positiv, die Finanzierungsbereitschaft am Markt für Banken ist wieder besser. Das bedeutet, dass die Banken weniger abhängig sind von der EZB. Man wird möglicherweise EZB-Mittel vorzeitig zurückzahlen. Also insgesamt ein positives Umfeld. Dazu kommt, dass der Regulierungstrend ein wenig gedreht hat und wieder mehr pro Banken ist. Ablesbar ist das an den gelockerten Liquiditätsregeln durch die Bank for International Settlement. Das deutet ein bisschen an, dass sich die Spielregeln grundsätzlich geändert haben und dass die Regulierung das Wachstum durch einen schwachen Bankenapparat nicht abwürgen möchte, sondern dass man da eher zahmer mit umgehen wird. Bei der Arealbank kommt hinzu, dass man sich ohnehin in einer Nische bewegt, nämlich Immobilien. Also ein interessanter Markt, haben wir eben schon angeleuchtet. Man steht sehr stabil da, man arbeitet mit einer niedrigen Kostenquote. Man hat in den Jahren 2006 bis 2011, also auch zu schlimmsten Lehman-Zeiten, niemals die rote Tintenfarbe benutzen müssen in der Ergebnisrechnung. Also ein ganz solider Player, der, und das ist dann auch nochmal ein Argument, der einfach lächerlich günstig ist. Wir haben ein bilanzielles Eigenkapital von knapp 2,4 Milliarden Euro. Dagegen steht ein Börsenwert von gerade mal ungefähr 1,06 Milliarden ungefähr. Das heißt, die Aktie könnte sich also locker verdoppeln und würde dann noch nicht einmal das bilanzielle Eigenkapital erreichen. Also hier eine sehr günstige Bewertung, KGV auch nur ungefähr 9,1. Das kommt zusammen und ergänzt eine positive Charttechnik, sodass man hier auch auf kurze Sicht eigentlich eine ganz nette Performance erwarten kann. Da sind wir mal gespannt in den nächsten 2 Wochen. Ja, warum hast du eigentlich nicht Samsung genommen, ne? Auf meinem iPad rumhacken und sich dann Samsung Tab kaufen, ne? Aber dann hättest du ja auch konsequenterweise vielleicht Samsung nehmen können. Wäre auch ein spannendes Rennen gewesen, ja. Ganz sicher. Mhm. Naja, ich habe was Besseres. Ne? Du hast was Besseres. Und zwar den Euro gegenüber dem Schweizer Franken. Genau, ich wette auf ein Comeback der Eurozone. Das hat im September angefangen. Die EZB hat das Mandat, europäische Staatsanleihen unbegrenzt aufzukaufen. In dem Moment war die Spekulation gegen die Eurozone beendet. Die Rendite-Spreads gegenüber deutschen Staatsanleihen der Europeripherie, die haben sich wieder deutlich eingeengt. Die Situation normalisiert sich. Und wir hatten ja über 2-3 Jahre wirklich einen Risk-Off-Modus, wo sehr, sehr viel Geld aus der Eurozone geflossen ist, besonders auch in die Schweiz. Der Euro, der hat deutlich abgewertet gegen den Schweizer Franken von 1,70 auf fast 1,20 Schweizer Franken. Und hier wette ich jetzt eben auf eine Umkehr des Trends. Mit der Beruhigung in der Eurozone wird natürlich auch wieder einiges Geld aus der Schweiz hinauslaufen. Seit 3-4 Tagen sehen wir hier erste Ansätze einer Trendwende. Das Risiko ist ohnehin sehr begrenzt. Die Schweizer Notenbank hat ja kräftig interveniert bei der Marke 1,20. Drunter ist es nicht mehr gegangen. Da war Schluss. Das ist eigentlich das Restrisiko, was man in dieser Spekulation auch hat. Dafür hat man nach oben sicherlich Chancen Richtung 1,35 zu 1,40 Schweizer Franken, und deshalb setze ich hier mit einem Hebel an. Ich hoffe, dass ich mit dem Timing jetzt einigermaßen richtig liege. Hat schon 2-3% hat der Euro jetzt schon aufgeholt gegen den Schweizer Franken in wenigen Tagen. Vielleicht sehen wir einen kleinen Knick nochmal nach unten, aber ich denke, dass es relativ zügig dann weiter hochgehen wird. Passt ja auch zu dem ganz kleinen Hebel, den du gewählt hast, ne?
Ja gut, das, was ist das, ein 11er oder 12er Hebel? Das ist jetzt nicht so dramatisch, ja, das geht doch noch. Okay. Das Kinderkram für den Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, zumindest für eine Währung ist es noch einigermaßen akzeptabel. Für eine Aktie wäre es natürlich schon sehr hart. Stefan, du kommst ohne Hebel aus, sondern ja. Und kommst dafür mit TUI. TUI ist es geworden, genau. Für all diejenigen Anleger, die sich gerne in der Gerüchteküche tummeln und weniger mit den operativen Fakten zu tun haben wollen. Es geht um einen Reverse Takeover, und zwar TUI Travel würde gerne TUI übernehmen. Dem Vernehmen nach zumindest, die Managements der beiden Unternehmen sitzen schon am Tisch und unterhalten sich und gucken, was man denn da machen könnte. Wäre eine interessante Geschichte, zum einen für die Anleger aus Kurssicht, zum anderen natürlich auch für die Großaktionäre bei der TUI. Da gibt es den Herrn Mordaschow aus Russland und den Herrn Fredriksen aus Dänemark, die halten zusammen 40%. Und die hätten natürlich auch gerne, dass sich im Depot mal was tut bei der TUI-Aktie. Die ist zwar schon sehr gut gelaufen in den letzten Monaten, aber ein Quäntchen nach oben wäre immer nicht schlecht, nimmt man gerne mit. Insofern denke ich, wenn man sich einigen kann, wenn dieser Takeover, diese Übernahme wirklich gelingen sollte, dann ist hier nochmal ein deutlicher Sprung nach oben drin. Wir stehen momentan bei 8 Euro. Warum sollten es nicht 10 werden? Insofern auch für Anleger, die hier zuschauen, eine interessante Geschichte. 10 Euro in zwei Wochen, ne? Ja, nicht in zwei Wochen, das ist eher, sagen wir mal, auf 3-4 Monate gesehen. Dann sind wir hiermit durch beim Aktienspiel. Es gibt also zwei Aktien, Arealbank, TUI gegen zwei Derivate, Call auf den Euro gegenüber den Schweizer Franken und Call auf Apple, auf den sind wir besonders gespannt. Das war also das Aktienspiel. Jetzt fehlt noch eins. Wir kommen zum Tippspiel. Beim Tippspiel haben wir im vergangenen Jahr lange darüber gerätselt, wann schafft endlich einer das Double. Und wir haben gewartet bis auf den letzten Drücker. Letzte Aufgabe im alten Jahr, erstes Double geholt hat es. Natürlich dann mit an Georg Suris. Er hat am besten getippte 7.650 Punkte. Damit hat er das Double nach Hause geholt und nicht Volker, also Double Schulz, sondern es war Georg Suris von der Bernecker Einzelanalyse, also der hat sich am besten geschlagen. Über den DAX haben wir schon lange hier jetzt geredet, also machen wir es kurz. Walter? 7.720. 7.801. 7.700. Und die 7.777. 007, James Bond, naja, fast. 7.707 Schnapszahl, ne? Wenn du damit gewinnst, musst du auch einen Schnaps in die nächste Ausgabe mitbringen. So, meine Damen und Herren, Sie können natürlich auch mit tippen. Da unten sehen Sie die Adresse, redaktion@bernecker.tv. Es gibt allerdings kein Fässchen Bier mehr. Wir haben uns nämlich entschieden, dass Sie an der geballten Kompetenz unserer Gäste teilhaben dürfen. Und zwar, wenn Sie gewinnen sollten, kriegen Sie für 3 Monate ein Abo umsonst. In dem Fall dann vom Frankfurter Tagesdienst oder vom Frankfurter Börsenbrief oder vom Aktionärsbrief. Also da können Sie dann mal 3 Monate kostenlos reinschnuppern und Briefe kennenlernen, die Sie vielleicht noch nicht abonniert haben oder die Sie vielleicht kennenlernen möchten. Da kann ich Ihnen auch noch einen Tipp geben, wenn Sie vielleicht ein bisschen mehr von unseren Briefen kennenlernen möchten. Gibt es natürlich auch uns auf Facebook. Wenn Sie uns da liken, kriegen Sie auch mal täglich immer einen kleinen Einblick in unsere Publikation. Heute war zum Beispiel die erste Seite vom Aktionärsbrief drin. Der Frankfurter Tagesdienst ist dort auch täglich meistens vertreten, gibt da ein paar Kommentare ab. Also auch auf Facebook können Sie einiges von uns mitbekommen. Ja, das war's mit mitbekommen. Dankeschön, dass ihr heute dabei wart. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren, meine Damen und Herren. Das war der Bernecker Stammtisch Nummer 1 im Jahr 2013 aus dem alten Bahnhof in Düsseldorf. In 2 Wochen sehen wir uns hier wieder, dann mit anderen Gästen und mit neuen natürlich Aktien. Also machen Sie es gut. Bis dahin.